Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Diesen kleinen Salat. Dieses Karottenöl. Hi ihr Hübschen, heute habe ich mal gedacht, drehe ich ein Favoritenvideo für euch. Ich wollte euch einfach so ein paar Dinge zeigen, die ich in den letzten Monaten und Wochen oder auch Tagen sehr, sehr gerne benutzt habe. Es ist nämlich eine Sache dabei, die teste ich erst seit 10 Tagen, aber ich bin so begeistert davon, dass ich euch das unbedingt zeigen wollte. Es ist nicht nur Beauty dabei, auch ein bisschen Lifestyle und auch ein bisschen Food und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen und ein kostenloses Abo. Und jetzt starten wir aber mit dem Video. Als allererstes möchte ich euch meine neue Foundation zeigen. Ich habe in der Tat 4 Stück davon gekauft. Und zwar, weil ich nicht genau wusste, welche Farbe zu mir passen könnte. Es ist die Foundation von The Ordinary. Die habe ich der Hatice Schmidt nachgekauft quasi. Sie hat eine Review nur über diese Foundation gemacht. Ich kann euch das Video dazu gerne mal unten in der Infobox verlinken. Natürlich ist jede Meinung anders und sie hat halt auch eine trockene Haut und deswegen habe ich gedacht, okay, ich habe auch eine trockene Haut, vielleicht könnte das was werden. Und ich bin einfach super begeistert von dieser Foundation. Also ich habe 2 Serum Foundation benutzt, die sind ein bisschen leichtdeckend und 2 High Coverage, die sind halt hochdeckend. Wie der Name schon sagt, ist die eine etwas hochdeckender und die andere ist eher wie so eine getönte Tagespflege, meiner Meinung nach. Beide Foundations sind aber super gut, also sie trocknen die Haut nicht aus. Sie fühlen sich einfach super leicht an auf der Haut und ich bin richtig begeistert davon. Sie lassen sich sehr gut verblenden. Diese Foundation lässt die Haut einfach nach Haut aussehen. Man kann immer noch ein bisschen Haut durchscheinen sehen, das finde ich super gut. Sie ist einfach super leicht und ich habe mir halt einmal hellere Nuancen mit einem neutralen Unterton gekauft und 2 dunklere Nuancen mit einem gelben Unterton und wenn ich beide mische, dann habe ich einfach den perfekten Farbton für mich. Es gibt von hell bis dunkel wirklich zig Varianten, da müsst ihr selber mal schauen, wie eure Haut so ist, aber diese Foundation für 5,90 Euro kann ich euch wirklich ans Herz legen. Was schon seit ewig langer Zeit auch ein Favorit von mir ist, ist die Zoeva Cocoa Blend Palette. Die hat genau die Farben, die ich halt sehr, sehr gerne mag. Da sind matte dabei und auch schimmernde dabei, so ein ganz dunkler, womit ich mir auch so einen Smoky Lidstrich zum Beispiel mache und ein hellbeiger, den ich immer so als Base quasi auftrage oder auch zum Highlighten unter den Augenbrauen. Den benutze ich am meisten. Ich habe auch heute mein Augen-Make-up damit geschminkt. Nur ein bisschen Schimmer habe ich jetzt noch drüber gemacht von Urban Decay, aber alles andere ist jetzt aus dieser Palette. Und ich bin richtig, richtig begeistert. Die sind auch nicht so teuer, ich glaube so um die 18 Euro oder um die 20 Euro. Man hat aber wirklich 10 Lidschatten, die super pigmentiert sind, die sich super gut auftragen lassen und verblenden lassen. Und das ist halt so eine Palette, die ich immer mitnehme, wenn ich zum Beispiel auch verreise oder so, weil dann habe ich alle Farben mit dabei, die ich brauche und brauche halt nichts anderes mitnehmen. Allgemein die Produkte von Zoeva finde ich halt super gut. Da kommen wir auch schon zum nächsten Teil, einen Pinsel von Zoeva. Das ist der 126er Luxe Cheek Finish. Dieser Pinsel ist so ein bisschen flacher gebunden, ist aber schön weich und ich benutze ihn halt super gerne für Bronzer, der passt hier irgendwie voll gut hin und auch für Blush und manchmal auch für Contour, weil der halt ein bisschen flacher ist, ne, wie gesagt. Ich finde den richtig, richtig gut und ich benutze den schon seit 1,5 Jahren ungefähr und der sieht noch aus wie neu, da ist nichts ausgefranst, außer ein kleines Haar hier. Der verliert keine Haare und auch hier am Stiel und so, alles super. Ich habe einige andere Pinsel auch von Zoeva, zum Beispiel den Blender-Pinsel oder so. Auch die finde ich super, aber das hier ist mein absoluter Favorit. Also den solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr noch auf der Suche nach einem Bronzer- bzw. Blush-Pinsel seid. Die Lichtverhältnisse, die schwanken hier andauernd, aber ich hoffe, das ist okay so. Dann möchte ich euch meinen Lieblingsblush im Moment zeigen. Also sonst hatte ich ja immer den von Milani, den Luminoso. Der ist auch immer noch ein Favorit von mir. Aber der hier von NYX ist noch ein Ticken besser, meiner Meinung nach. Ich stehe ja total auf diese Peach-Töne und so und der hat genau den Farbton, den ich richtig gut finde. Hat auch einen leichten Schimmer. Und ja, die perfekte Farbe einfach. Also ich habe auch alles aufgetragen, was ich heute vorstelle quasi. Und auch den habe ich heute auf den Wangen. Durch die Kamera kann es natürlich sein, dass es ein bisschen schwächer immer rüberkommt, durch das Licht und so weiter. Ja, der hat nicht keine Glitzerpartikel. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz leichter Schimmer, den man eigentlich beim Auftragen gar nicht mehr sieht. Ich habe hier die Farbe BBL08.
Ignite Passion, steht hier hinten drauf. Und ja, die Baked Blushes von NYX könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, weil die finde ich echt sehr, sehr gut. Ich habe den übrigens auch schon mal als Lidschatten benutzt und auch da war er super gut. Hier steht jetzt Illuminator and Bronzer und Blush drauf. Also quasi ein Allround-Talent, was man für viele Zwecke verwenden kann. Dann noch ein Produkt von NYX, was ich auch super finde, aber was leider leer ist, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Das ist einmal das Long Lasting Setting Spray in Dewy Finish. Also es hat kein mattes Finish, sondern ein eher, glowy, dewy Finish. Und das ist halt für meine Haut perfekt. Ich mag das nicht matt. Ich habe immer gerne ein bisschen Schimmer oder so ein bisschen, als wenn die Haut so ein bisschen feucht aussieht. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Das ist jetzt leider leer, das muss ich mir nachkaufen, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber das ist mein allerliebstes Setting Spray. Ich hatte ja das Fix Plus von MAC benutzt immer, was ich eigentlich auch sehr gut fand, weil dann sah die Haut irgendwie so schön frisch immer aus danach. Aber das hier finde ich sogar noch einen Ticken besser. Und natürlich der Preis, das von MAC kostet 20,50 Euro und das hier kostet 6, 7 Euro oder so. Das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied und wenn die Qualität stimmt, dann kaufe ich natürlich gerne das günstigere Produkt. Ganz viele fragen mich immer nach meiner Mascara, weil meine Wimpern anscheinend immer schön lang aussehen. Ich bin ein riesengroßer Fan von einer Mascara, die nur 2,99 Euro kostet und zwar bei Rossmann. Das ist die 3-in-1 Multi-Effekt Mascara in Waterproof. Ganz wichtig in Waterproof. Das Bürstchen ist eher normal. Das ist ein normales Bürstchen, also auch kein Gummibürstchen. Das ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Aber diese Mascara ist der absolute Hammer. Also wenn ihr noch auf der Suche seid nach einer Mascara, die schön Schwung macht und vor allem Länge macht, also die macht ganz lang und den Schwung und die Länge auch hält, dadurch, dass sie auch wasserfest ist, dann solltet ihr euch die auf jeden Fall angucken. Die ist von Rival de Loup, also von der Hausmarke von Rossmann und kostet nur 2,99 €. Also könnt ihr sie eigentlich ausprobieren und wenn sie dann für euch nichts ist, dann habt ihr quasi nicht so viel Geld in den Sand gesetzt wie bei manchen anderen Produkten, die wirklich viel zu überteuert sind, meiner Meinung nach. Also bei Mascara gibt es in der Drogerie wirklich super gute, obwohl ich nicht so wirklich High-End besessen habe bis jetzt bei Mascara, weil ich dafür einfach viel zu geizig bin. Aber auch die hochpreisigeren, wie zum Beispiel L'Oreal oder Manhattan oder so, die sind an diese Mascara hier nicht rangekommen. Dann habe ich nochmal ein Produkt von NYX und zwar einmal den Corrector in der Farbe DCC03 Medium Moyen, steht hier drauf. Das ist ein Corrector, der jetzt schon fast leer ist, in einem peachy Unterton, der dient dazu, dunkle Augenschatten, bläuliche Augenschatten zu neutralisieren. Und ich habe den, als ich meine Augenringe noch hatte, immer als erstes aufgetragen und dann meine Foundation und dann mein Concealer und dann hatte ich das perfekteste Ergebnis ever. Also wenn ihr dunkle Augenschatten habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal auf Corrector zurückgreifen. Also auch wenn es jetzt nicht der ist, sondern so, ich habe auch so eine Palette von NYX, da ist auch so einer drin, der hat so einen Orangeton. Oder einfach mal roten Lippenstift so ein bisschen mit dem Finger tupfen und ausprobieren. Das neutralisiert das Blau und wenn man dann eine gute Foundation drüber trägt, dann sieht man von diesem Rot-Orange gar nichts mehr, sondern das ist einfach korrigiert und sieht einfach schön frisch aus. Der kostet auch nicht viel, also wie die ganzen NYX-Produkte eigentlich und solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Dann ein Lippenstift, den ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gerne trage und zwar ist der von Essence. Das ist die Farbe 07 Undress My Lips und hat kein Glanzfinish, aber auch kein richtiges mattes Finish. Ultra Last Instant Color steht hier drauf. Der ist super gut im Auftrag. Ich habe den heute auch drauf. Super geschmeidig, versorgt die Lippen sogar mit Feuchtigkeit. Also ich habe jedenfalls das Gefühl, der hält lange und das ist halt die perfekte Farbe für den Herbst jetzt. Und ich trage den wirklich super gerne, wenn ich mal Lippenstift trage. Ich bin jetzt nicht so der häufige Lippenstiftträger, aber wenn, dann trage ich wirklich sehr, sehr gerne den in letzter Zeit. Was ein absolutes Muss ist und in meiner Hautpflege absolut nicht mehr fehlen darf, sind so Konzentrate. Ich habe da verschiedene, meistens nehme ich immer so die Eigenmarken, zum Beispiel diese hier von Rival de Loup, Perfect Turn Beauty Kapseln. Diese hier trägt man zum Beispiel über die Hautpflege auf, also die Tagespflege und die macht dann halt so ein richtig geschmeidiges Gefühl auf der Haut und bereitet die Haut dann nochmal schön aufs Make-up vor, also quasi wie eine Art Primer. Finde ich super, super gut und irgendwie gleicht die so ein bisschen den Farbton der Haut aus.
Und dann gibt es hier zum Beispiel vom Valea solche Konzentrate, die versorgen die Haut mit Feuchtigkeit. Die trage ich dann immer, also wenn ich meine Haut gereinigt habe, dann trage ich immer so ein Konzentrat auf und dann erst meine Tagespflege. Und das sind so richtige Booster, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, weil das alles natürlich in konzentrierter Form hier in diesen Kapseln ist. Und kann ich euch wirklich nur empfehlen, auch wenn ihr keine trockene Haut habt, finde ich die super gut. Die gibt es ja in verschiedenen Dingen, die diese Kapsel machen soll. Feuchtigkeit oder Antifalten oder sonst irgendwas. Da müsst ihr einfach mal schauen. Und die sind auch halt sehr günstig. Für 1, 2 Euro kriegt man halt schon so ein ganzes Packen. Und ja, das ist sehr, sehr gut. Was ich nach langer Zeit mal wieder neu für mich entdeckt habe und was ich früher schon liebend gerne benutzt habe, ist von Diaderma mein Karottenöl. Öle sind ja wirklich super wichtig für die Haut, also ihr dürft nicht denken, weil ihr eine fettige Haut habt, dass ihr keine Öle benutzen dürft. Im Gegenteil, Öle sind super gut für die Haut, aber gerade bei trockener Haut natürlich sind sie noch einen Ticken besser. Und das Karottenöl von Diaderma versorgt meine Haut super mit Feuchtigkeit. Das kostet nur 2,95 € im DM oder im Rossmann und ich benutze das wirklich als Tagespflege. Ich benutze abends eine andere Pflege, aber dazu kann ich noch nicht so viel sagen, die ist von Clinique. Die habe ich gerade erst neu, aber das hier benutze ich auf jeden Fall tags. Man bekommt nicht, wie manche sagen, einen orangenen Touch davon, also ich jedenfalls nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich sowieso so einen Unterton habe, so einen orange-gelben Unterton. Ich weiß nicht, wie es bei ganz Hellhäutigen sich dann verhält, aber dieses Karottenöl riecht auch unheimlich gut. Es riecht so pudrig, frisch einfach und das mag ich voll gerne. Was ich auch schon bestimmt über ein Jahr benutze, ist einmal von Philips meine Gesichtsbürste. Und zwar ist das die Visapure Advanced. Die Bürste ist wirklich super gut. Erstens, weil die super in der Hand liegt. Zweitens, weil sie drei verschiedene Aufsätze hat. Also hier ist natürlich die Bürste fürs Peelen. Damit massiere ich unter meinen Augen und das ist hier auch, glaube ich, zum Massieren oder zum Einarbeiten von Seren und so weiter. Das habe ich aber bis jetzt noch nicht benutzt, ehrlicherweise. Aber die beiden benutze ich wirklich sehr, sehr oft und ich liebe einfach diese Bürste. Ich habe eine gehabt von Chibo, die hat nur 10 Euro gekostet und die war auch gut. Aber die ist um Welten besser. Also die ist natürlich auch teurer als die von Chibo, ne? Aber die Bürste allein schon, die ist so super weich, die kratzt nicht und die hat die perfekte Größe und dieses Massageding tut meinen Augen so, so gut und ja, ich mag diese Bürste einfach. Ich weiß nicht, sie ist super cool. Also die Aufladestation ist bei mir im Spiegelschrank im Badezimmer drin und da stelle ich das dann halt immer wieder rein und benutze es fast täglich. Also ich muss sagen, ich benutze es nicht täglich, das wäre jetzt gelogen, aber so dreimal die Woche benutze ich das auf jeden Fall, auch in Kombination mit irgendwelchen peelenden Cremes oder so oder auch mal alleine, einfach nur mit meiner Reinigungslotion, finde ich das richtig gut. Dann ein Favorit von mir und wo ich mir dachte, warum hast du das bis jetzt noch nicht benutzt, Phyllis? Das ist nämlich ein Rucksack. Ich habe lange eine ganz normale Handtasche gehabt und ich war aber nie zufrieden mit meiner Handtasche. Nie. Sei es das Aussehen oder auch dieses, dass man die immer um die Schulter tragen muss oder hier so rumtragen muss. Ich war halt nie so zu 100% zufrieden, bis ich mir dann von Reserved einen Rucksack geholt habe. Einen ganz schlichten schwarzen, nicht zu groß, nicht zu klein und ich finde es einfach super gut, dass ich den einfach auf dem Rücken habe. Weil gerade mit Kindern, wisst ihr, da braucht man immer alle Hände, die man zur Verfügung hat. Und mit einem Rucksack ist das natürlich super gut, dass ich den dann auf dem Rücken habe und somit die Hände frei habe und das nicht auf der Schulter tragen muss. Das hat mich dann auch irgendwann genervt, wenn es dann zu schwer wurde oder so. Also ich liebe einfach diesen Rucksack und ich frage mich, warum habe ich bis jetzt keinen Rucksack benutzt? Wahrscheinlich, weil ich dachte, okay, aus dem Alter bin ich raus. Wie gesagt, habe ich den von Reserved. Die haben auch einen Online-Shop. Ich weiß aber gerade nicht, ob es den online gibt. Wenn ja, verlinke ich euch das natürlich unten, wie alle anderen Produkte auch, wenn ich sie denn finde. Also ich gucke mal. So, dann kommen wir zu ein paar Food-Sachen. Und zwar habe ich hier zwei Sachen. Das ist jetzt von Rossmann. Sowas gibt es aber auch bei DM. Habe ich allerdings noch nicht probiert. Und zwar von der Marke, von der Rossmann-Eigenmarke Enna Bio. Einmal Falafel. So eine Fertigmischung ist das. Und einmal Linsentaler. Ich mache mir das halt super gerne für mittags oder so, wenn ich irgendwie kleinen Hunger bekommen habe, dann mache ich mir irgendwie zwei Falafel oder Linsentaler und dann mache ich mir einen Salat dazu. Das ist super schnell und super einfach und super lecker. Müsst ihr auf jeden Fall mal probieren. Ich bin nicht der Freund von Fertigmischungen, das wisst ihr oder die mich kennen, wissen das. Also Fertigtütensuppen oder Fertigsoßen oder irgendwie sowas. Ich bin halt eher der Typ, der macht vieles gern selbst.
Es gibt aber auch das ein oder andere Produkt, was fertig halt super gut schmeckt und was ich mir dann auch kaufe. Und das ist halt eins dieser Dinge, die ich mir dann kaufe. Dann habe ich was neu für mich entdeckt und zwar dank HelloFresh habe ich angefangen mit Kokosmilch zu kochen. Das erste Mal Kokosmilch habe ich halt verwendet, weil es in der HelloFresh-Box mit drin war, bei dem Rezept. Das war so eine asiatische Suppe und ich war echt positiv überrascht. Also ich finde ja, früher habe ich auch gesagt, ich könnte mit Kokosfett nicht kochen, weil das schmeckt ja dann irgendwie nach Kokos. Aber mittlerweile nehme ich das auch zum Anbraten sehr gerne. Und statt Sahne verwende ich jetzt auch Kokosmilch. Und ich finde das eine super Alternative einfach zu Sahne. Finde ich einfach besser, ich weiß nicht. Es gefällt mir richtig gut, auch vom Geschmack und so. Und falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, könnt ihr das ja mal testen, so als Soßenersatz oder so oder auch in Suppen. Das schmeckt wirklich super gut. Wenn ihr mal Bock habt, dass ich mal so ein Rezept abfilme, dann schreibt es mir gerne rein unten. Dann bin ich voll auf den Trip Kaffee-Vollautomat. Ja, wir haben ja einen Kaffee-Vollautomat seit neuestem, also schon ein bisschen länger, seit einigen Wochen schon. Aber ich war ja so ein Freak, was Filterkaffee angeht. Ja, und Filterkaffee war für mich so das Nonplusultra. Nichts kam an diesen Filterkaffee ran, bis ich meinen Kaffee-Vollautomaten von Philips bekommen habe. Und seitdem trinke ich super gerne diesen Kaffee von Mövenpick. Den haben wir bei Lidl gekauft. Jetzt, der war im Angebot für 10 Euro. Kaffee-Crema und von Mövenpick. Ja, ich habe super viele Marken ausprobiert. Educho, Chibo, die Eigenmarken von Aldi, von Lidl und so weiter und so fort. Und meinen Kaffee-Vollautomaten, den kann ich euch ja gerne mal in einem Blog oder so näher zeigen, falls da Interesse besteht. Ja, das war's auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eins der Produkte auch schon benutzt habt, was ich hier vorgestellt habe und wie ihr es findet. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!